Seit über 2 Jahren tut der Verein GR Digital im Auftrag vom Kanton Graubünden die digitale Transformation vorantreiben. Laut einem Beschluss vom Grossen Rat stehen dem Verein dafür 40 Millionen Franken für Digitalisierungsprojekte zur Verfügung. Gut 30 Millionen Franken sind schon reserviert, sagt der Geschäftsführer, der Marcel Meyer, im Interview mit dem Markus Seifert. Über 90 Gesuche sind schon eingereicht worden, 26 davon sind definitiv für gut befunden und bewilligt. Also es freut mich wirklich, dass wir insgesamt inzwischen schon 93 Projekte bei Graubünden Digital haben. Und was dort der Kern eigentlich ist, was mich freut, ist, dass das aus allen Branchen kommt. Also wir haben wirklich unterschiedliche, innovative Leute in allen Branchen im Kanton Graubünden unterwegs. Und wenn man das jetzt anschaut, haben wir ein Drittel ungefähr von allen eingereichten Besuchen können fördern. Ein Teil sind noch in der Pipeline, also 24 Stück sind aktuell noch in Überarbeitung bei den Gesuchstellen. Das heisst, es ist sogar noch möglich, dass wir unseren Schnitt hier verbessern. Und darum glaube ich, ja, das Verhältnis von eingereichten Gesuchen hin zu geförderten Gesuchen ist eigentlich ziemlich gut, meiner Meinung nach. Also Gesuche aus allen Bereichen, aus allen Branchen. Aber gibt es eine Branche, wo vielleicht mehr Gesuche kommen und wo vielleicht auch mehr bewilligt werden? Also aktuell ist es so, dass die Struktur vor allem so ist, wie halt der ganze Kanton aufgestellt ist. Das heisst, wir haben relativ viel aus dem Tourismusbereich, den wir bisher können fördern. Und der zweite Teil ist wirklich so ein bisschen der Bereich von Aus- und Weiterbildung, wo auch ein grosser Teil ist, wo wir bisher gute Gesuche auf den Weg können bringen. Und ich glaube, mit diesen zwei Bereichen sind wir wirklich gut unterwegs, weil wir da sehen, das sind wie Grundlagen, die dann vielleicht auch als Beispiel dienen für weitere Branchen oder Bereiche. Aus welchen Branchen würden wir euch vielleicht noch mehr Gesuche wünschen? Ja, aktuell sind wir vor allem eigentlich mit zwei Bereichen ein bisschen am Kämpfen, in Anführungs- und Schlusszeichen. Der erste Teil ist sicher die Baubranche, wo wir wirklich am Versuchen sind, um mit allen Akteuren zusammenzusitzen und zu schauen, hey, was wären da innovative, gute Projekte, die wir könnten auf den Weg bringen könnten. Und der zweite Bereich ist weniger eine Branche, sondern mehr der Bereich der KMUs, wo wir wie wollen, ihnen auch möglichst gut aufzeigen, hey, was sind eigentlich die Chancen der digitalen Transformation, wie können wir uns zusammensetzen und Grundlagen erarbeiten, dass wir auch gute Projekte vielleicht auf den Weg bringen können, bei uns einzureichen. So, digitale Transformation, das ist Konsens, glaube ich, das bietet sehr viele Chancen. Wo sehen ihr die grössten Möglichkeiten für einen Kanton Graubünden, der ja als Wirtschaftsstandort eher peripher ist? Wo sind da die grössten Potenziale? Also, wir haben wirklich einen Haufen Potenzial. Da gibt es verschiedene Bereiche, wo wir Chancen könnten nutzen. Ich sehe vor allem dort, dass wir weniger allein machen und mehr zusammen. Das heisst, innerhalb der Branche, dass man versucht, ein bisschen wegzukommen von vielleicht zum Teil vorhandenen Gärtli-Denken und vielleicht auch mal über den Tellerrand raus schaut und schaut zum Beispiel im Tourismus, hey, wie macht es eigentlich das Gesundheitswesen und so versucht, gegenseitig voneinander zu profitieren. Weil das ist jetzt etwas, was in meiner ersten Zeit, als ich jetzt hier bin, bei Graubünden Digital vor allem aufgefallen ist, dass man sehr, sehr in einzelnen Branchen noch denkt und dass eigentlich die Grundlagenprobleme eigentlich in jeder Branche die gleichen wären. Und so könnte man eigentlich wirklich sehr stark noch voneinander profitieren. Aber eben, es werden Fördergelder, also eigentlich Steuergelder, werden für Privatwirtschaft eingesetzt. Kann das zum Teil nicht auch heikel sein, wenn man da gewisse privatwirtschaftliche Projekte sponsert, sage ich mal? Klar, also wir sind uns der Verantwortung sehr bewusst, weil wir da mit Steuergeldern hantieren. Darum haben wir entsprechend auch wirklich gut formulierte Förderkriterien zuerst müssen entwickeln, die genau eben darauf abgestimmt sind, dass die Projekte unter dem Gesichtspunkt oder diesen Gesichtspunkt beurteilt werden. Und wenn wir das so machen, dann sehe ich da eigentlich keine Gefahr. Jetzt die Digitalisierung, das ist auch Konsens, das kann auch Risiken bedeuten. Stichwort Cybersecurity.
Jetzt einmal, werden die eingereichten Projekte eigentlich auch auf Sicherheitsaspekte überprüft? Oder ist das so quasi etwas, was euch nicht interessieren muss? Wohl, das muss unbedingt interessieren. Also wir haben ein breites Fachrätinnen-Netzwerk, das eben so breit muss sein, damit auch wirklich aus allen Branchen nachher möglich ist, bei uns Projekte einzureichen und wir entsprechend Fachräte haben, die dort auch eben zum Beispiel einen Sicherheitsaspekt entsprechend können beurteilen können. Was bedeutet das für die einzelnen Branche und die werden selbstverständlich auch unter diesen Gesichtspunkten entsprechend beurteilt. Also der Grundstein für die digitalen Skills, die müssen eigentlich auch in der Schule geleitet werden. Ist Graubünden da auf dem Stand der Dinge oder gibt es da schon noch Aufholpotenzial, wenn man vielleicht auch einmal über Kantonsgrenzen raus schaut? Also wenn wir alles schon erreicht hätten, dann bräuchte es uns ja nicht mehr. Von dem her sind wir da, glaube ich, zwar auf einem guten Weg, wir sind dran, einen gewissen Nadelstich setzen, sind aber natürlich noch nicht am Ende. Also ich glaube wirklich, wir dürfen im Bereich Aus- und Weiterbildung noch mehr machen, weil das wirklich den roten Teppich für Graubünden ausleitet, um dann auch im Verhältnis zu anderen Regionen entsprechend gut dazustehen. Als Marcel Meyer ist man auch der Mr. Digital von Graubünden. Wie steht es eigentlich mit der Privatperson? Also abgesehen vom Job, ist der Marcel Meyer vollständig durchdigitalisiert oder gibt es auch noch die analogen Seiten? Es gibt sehr, sehr viele analoge Seiten. Ich wohne zum Beispiel in Gonters im Prättigau. Das ist so wirklich ein bisschen ein Bauerndorf, gerade mitten in der Natur draussen. Und zusammen mit meiner Familie und unserem Hund bin ich eigentlich in meiner Freizeit meistens dort anzutreffen. Aber besteht das Verständnis für Leute, die beispielsweise so viel von der guten alten Zeit schwärmen, wo beispielsweise der Alltag so quasi mit handgeschriebenen Briefen, mit Vinylschallplatten, wo klare Trennung noch zwischen Arbeit und Freizeit war, dass man dem auch ein bisschen nachtrauert, trotz aller Digitalisierung und digitaler Transformation, wo man weiss, sollte man machen? Also ich bin sehr für ein Miteinander und nicht gegeneinander. Also ich glaube, ältere Generationen zum Beispiel können sehr, sehr viel von Jüngeren lernen und umgekehrt. Leute, die mehr digital affin sind, können von Leuten lernen, die das weniger sind. Und ich glaube, mit mehr Verständnis kommen wir auch zusätzlich viel weiter, als wenn man sich gegenseitig versucht zu bekämpfen. Der Marcel Meyer weist auch darauf her, dass GR Digital regelmäßig Veranstaltungen macht, um Chancen, aber auch Risiken von der Digitalisierung aufzuzeigen. Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.